So, meine Freunde, ich bin zurück in Hogwarts Legacy und ich bin Aburam und ich wünsche euch mal wieder viel Spaß beim Zuschauen. Und ich habe jetzt hier eine interessante Hauptmission, nämlich die Prüfung Merlins. Und ich werde erstmal auf Tag umstellen. Soll. Ich war mit meiner Forschung beschäftigt. Ich habe keine Zeit für... Victor Rookwood schert sich kein Stück um ihre Zeit. Oi, wenn man vom Teufel spricht. Mr. Rookwood würde sich gerne unterhalten. Von der Schule? Das kann doch nicht... Jetzt reicht's mir. Lasst sie in Ruhe. Okay, wir haben hier einen neuen Gegnertyp. Alles klar. Welt ist gerade passiert. So wurde ich noch nie angegriffen. Und das so nah an Hogwarts. Alles in Ordnung? Ja, vor allem auch dank ihrer exzellenten Verteidigungskünste. Warum nur wollten zwei Erschwinderinnen mich erledigen, um an sie zu gelangen? Erschwinderinnen? Victor Rookwoods Diebe und Erpresser, seine Handlanger. Sie schienen an ihnen interessiert zu sein. Das ist eine lange Geschichte. Aber danke für die Hilfe. Nun, für den Moment sind sie los. Priya hat mich gewarnt, dass sie gefährlich werden. Dann sollte ich lieber weiterforschen, bevor sie wiederkommen. Wer ist Priya? Sie erwähnten jemanden namens Priya? Ja, meine Frau. Sie weckte mein Interesse für Merlin, schenkte mir ein Buch, als wir noch in Hogwarts waren. Klassische Hufflepuff, geniale Trankmeisterin, hat einen Laden in der Nocturngasse. Sie ist eine reisende Händlerin. Sie weiß immer, was im Hochland vor sich geht. Forschung, wie interessant. Sie sind Forscherin? Nora Treadwell. Zu ihren Diensten. Historikerin, Archäologin und Spezialistin für das Leben und Werk Merlins. Wie außergewöhnlich. Aus der Legende von König Artus? Ja, genau der. Merlin war Schüler in Hogwarts. Und ich untersuche seltsame Objekte, die er vor Jahrhunderten hinterlassen hat. Objekte? Diese rankenbedeckten Säulen, Dutzende von ihnen. Sie stehen überall. Ich nenne sie die Prüfungen Merlins. Ich vermute, er hat sie als Ablenkung für seine Kameraden in Slytherin erschaffen. Er war ein großer Liebhaber von Rätseln. Faszinierend, wenn ich Spock zitieren darf. Verständlich, dass Sie sich für Merlin interessieren. Ich wüsste gerne mehr über die Prüfungen. Dann werde ich Ihnen ein Geheimnis verraten. Bisher weiß niemand genau, wie sie funktionieren. Aber ich glaube, ich habe einen wichtigen Hinweis entschlüsselt.
Malvenkraut scheint mir eine wichtige Komponente zu sein, um die Prüfungen auszulösen. Malvenkraut? Ein vielseitiges Kraut. Merlin erwähnt es mehrfach in seinen Schriften. Ich wollte gerade meine Theorie ausprobieren, als ich so jäh unterbrochen wurde. Jede Wirbelmitte in Merlins Schrift ziert ein anderes Symbol. Das hat mich ins Grübeln gebracht. Was, wenn das Malvenkraut in der Mitte der Symbole platziert werden soll? Genau. Würden Sie mir die Ehre erweisen? Dann sehen wir, ob unsere Theorie hält, was sie verspricht. Ich habe eine Kiste mit Malvenkraut mitgebracht. Die ist dort drüben, bei meinem Zelt. Diese Truhe? Ja, greifen Sie zu, auch wenn Sie schon welche haben. Ich habe das Malvenkraut. Wunderbar. Jetzt sehen Sie sich die Ranken an den Säulen und den Steinwirbel auf dem Boden an. Jede Prüfung hat diese Merkmale. Setzen Sie das Malvenkraut auf den Wirbel, dann sehen wir, was passiert. Güte, haben Sie das gesehen? Die Ranken sind verschwunden. Was soll ich jetzt tun? Das ist Neuland. Ich frage mich, was es mit diesen Scheiterhaufen auf sich hat. Den Scheiterhaufen. Seltsam. Die Scheiterhaufen sind wieder wie am Anfang. So, teste ich mal, ob das Zeitgestalt oder eine Reihenfolge ist. Was kriegen wir jetzt raus? Das können wir wohl als Erfolg bezeichnen. Das nehme ich wohl an. Allerdings habe ich jetzt noch mehr Fragen. Wie geht das nur? Zurück an die Notizen. Vielleicht habe ich etwas übersehen. Laufen hier alle Prüfungen so? Nicht unbedingt, aber ich glaube, jeder hat diese markanten Ranken und einen Wirbel auf dem Boden. Lösen Sie sie so, wie sie Ihnen vor die Füße fallen. Ich glaube, ich habe alles, um mit meiner Forschung fortzufahren. Wahrscheinlich ist für jede Malvenkraut erforderlich, dass Sie in Hogsmeade finden, wenn Sie noch mehr benötigen. Ich muss jetzt wirklich los. Es war mir ein Vergnügen. Und seien Sie vorsichtig hier draußen. Jetzt, wo ich alles habe, kehre ich wieder zu meinen sicheren Notizen und Büchern zurück.
Puh, okay, ich habe gerade festgestellt, ich war die ganze Zeit gemutet. Also nochmal ganz kurz zurück. So, wir haben jetzt etwas Neues freigeschaltet. Ich grüße Sie. Ich habe gehört, Sie sind eine findige junge Ravenclaw. Professor Fig hat mir gesagt, Sie fanden ein verlorenes Buch für ihn. Ich möchte darüber reden. Das ist ein Auftrag nach Hogsmeade, okay. Also, das kam gerade rein, würde nach Hogsmeade gehen. Und wir haben jetzt hier diese Merlin-Prüfung, die wir ablegen können. Ich weiß dann auch immer, was gibt. Ich weiß noch nicht, was man am Ende kriegt, aber es wird mit Sicherheit irgendwas Schönes geben. Und ja, da bin ich einfach mal gespannt, wie wir da jetzt vorankommen. Und als Auftrag haben wir jetzt hier Ollivander bekommen. Und da würde ich sagen, da sehen wir uns dann wieder, beziehungsweise ich werde ja noch mal ein bisschen durch die Gegend touren und mal schauen, was ich so alles finden kann. Ich sage dann mal wieder, vielen Dank fürs Zuschauen, have fun, euer Avoram, bis demnächst hier auf meinem Kanal. Ciao, ciao.